Hallo Leute, willkommen zurück bei meinem Let's Play Diablo 3. Wir sind das letzte Mal in Caldeum angekommen. Hey ihr, kommt her! Hab ein paar neue Sachen, die ihr euch ansehen könnt. Nee. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie außerhalb der Stadt. Ich war ja noch nicht einmal außerhalb des Palastes. Als sie uns herausgeworfen haben, dachte ich, ich würde sterben. Ich war wie gelähmt vor Angst. Aber inzwischen... Seht euch doch nur diese Landschaft an. Ich habe nie verstanden, wie groß die Welt tatsächlich ist. Sie ist wunderschön. Sieht aber schon heftig aus, ey, wenn man das Ganze hier anschaut. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt, dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Wir werden uns trennen müssen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda aufspüre und sie für Cains Tod büßen lasse. Okay, die Story geht weiter. Nach Caldeum zurückzukehren muss schwer für euch sein. Ich habe mir geschworen, dass ich niemals hierher zurückkommen würde. Und doch bin ich jetzt hier. Wegen dem, was mit eurem Vater geschehen ist? Wegen dem, was mit mir geschehen ist. Manche Wunden verheilen nicht und es hat keinen Zweck, sie aufzureißen, oder? Darüber hinaus ist das Wetter nichts für mich. Okay. Leas Tagebuch. Caldeum. Alles, was mir Onkel Deckard vermacht hat, führt an diesen Ort. Es ist seltsam. Hier habe ich ihn zum ersten Mal getroffen, als ich nur ein Kind war. Und jetzt wiegt sein Verlust schwerer als je zuvor. Er hatte die ganze Zeit mit allem recht. Wir müssen Belial aufhalten, bevor es zu spät ist. Sagt mir, Wache, warum sind all diese Flüchtlinge hier? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Ich habe Magda von Tristram aus bis hierher verfolgt. Wo kann ich sie finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus, aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. All diese Menschen sind vor dem Zirkel in Alkanus geflohen. Sie sind Flüchtlinge, fern ihrer Heimat. Warum gehen sie nicht in die Stadt? Sie würde ihnen mehr Schutz bieten. Die kaiserliche Wache lässt niemanden hinein. Diese Menschen sind einem qualvollen Tode geweiht. Man merkt auch, dass die Ashara, eine Synchronstimme von der Sprecherin von Major Kira, also Kira Nerys aus Deep Space Nine von Star Trek hat. Das ist, denke ich mal, dieselbe Sprecherin. Die Eisenwölfe waren einst Söldner, bis wir den Zakarum-Priestern dabei geholfen haben, einen Nachfolger für den ersten Kaiser Hakan zu finden. Danach wurden wir zur Leibgarde des Kaisers ernannt. Nachdem vor ein paar Monaten die ersten Flüchtlinge ankamen, wurde jedoch alles anders. Als wir in der Wüste gegen den dunklen Zirkel und deren Dämonen kämpften, wurde eine kaiserliche Wache gegründet, um die Bürger vor den Flüchtlingen zu schützen. Sie übernahm schließlich die Kontrolle. Okay. Habt ihr schon gehört? Kaiser Hakan hat seinen ganzen Hofstaat aus der Stadt geworfen. Sie stecken hier fest, genau wie wir alle. Also gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Gerechtigkeit? Sie mögen ja ein Haufen pompöser Narren sein, aber das, was heute Nacht passiert, haben sie nicht verdient. Was passiert denn heute Nacht? Sie tragen Juwelen, die mehr wert sind, als irgendeiner von uns in einem ganzen Jahr verdient. Und irgendwann müssen sie ja schlafen. Okay. Da will wohl jemanden ausrauben. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben.
Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Gut. Findet heraus, was ihr könnt. Wir treffen uns wieder, nachdem ich Magda getötet habe. Seid vorsichtig. Alcarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Okay. Alcarnus wird vom Zirkel zerstört. Ich habe gesehen, wie sie den Leuten bei lebendigem Leib die Haut abgezogen haben. Von meinesgleichen sind viele, die aus der Stadt verbannt wurden, nach Ludgolan geflohen. Aber ich nicht. Oh nein. Ich werde warten, bis unser Kaiser zur Besinnung kommt. Sehr edelmütig von euch, meine Dame. Das hat also nichts damit zu tun, dass die letzte Karawane vor 10 Minuten abgereist ist? So eine Frechheit! Wie könnt ihr es wagen, mich auch nur anzusprechen? Bitte um Verzeihung, meine Dame. Vielleicht solltet ihr euch mit eurer Beschwerde an den Kaiser wenden. Okay. Alles, was ich hatte, war in Alcarnus. Die meisten Menschen kennen Caldeum vom Hörensagen, wenn nicht aus eigener Erfahrung. Die Handelsstadt besteht schon seit Tausenden von Jahren und ist älter als selbst die Kriege der Magier-Clans. Ihre neutrale Haltung in den folgenden Jahrhunderten bewahrte sie vor der... Dieses Tor führt nach Alcarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten... Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das ist mir bekannt. Ich bin hierher gereist, um sie und ihre Anführerin zu töten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Okay. Aber ich erkenne eine Falle, wenn ich sie sehe. Sie sieht anders aus als jeder, den wir bisher gesehen haben. Ihre Haut ist so weich und glatt wie poliertes Elfenbein. Und ihre Augen, sie... Was flüstert ihr zwei denn da hinten? Nichts. Ja, der Templer hat sich wohl die Verzauberin gleich vom ersten Blick verliebt. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Was meint ihr? Die Straße ist versperrt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Ich habe es vermisst, diesen Kultistenabschaum zu töten. Kommt schon! Sehr schön. Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Ich danke euch, Irena. Aber es scheint, als würdet ihr noch viel mehr tun, als Reisende zu retten. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Nice. Hauptmann, hinter euch! Schützt das Volk! Eisenwölfe! Oh, praktisch aufgespießt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Werde ich auf dem Weg nach Alcarnus noch mehr Lakoni töten müssen? Ach, diese Bestien sind nichts im Vergleich zu den Kultisten. Sie wirken in zweien ihrer Wüsten Verstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen. Zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Aye, aye, Sir. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, dass die Amis auch zu einem weiblichen Offizier Sir sagen. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Horadrim behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan. Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel.
Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine, jämmerliche Form verwandelte, die sie jetzt haben. Das war ein würdiger Gegner. Prächtig. Sehr schön. Boah. Den Wurm haben wir jedenfalls nicht zum letzten Mal gesehen. Also, so eine Wurmart. Würmchen. Okay. So, gucken wir noch. So, wenn wir schon dabei sind, dass wir nicht wieder zurücklaufen müssen, gucken wir auch hier, ob da noch ein Durchgang ist. Okay. Von beiden Seiten ist ein Durchgang. Tja, die Gegner sind ja nicht besonders. Boah, was war denn das für ein Schaden? Der Templer macht ja ganz schön viel Schaden. Moment, wie viel haben wir? 1500, was hat der Templer? Oh, der Templer hat ja fast so viel wie wir. Okay, Brunnen. Ich liebe diese Brunnen, da levelt man immer schneller. Je mehr von den Brunnen da rumliegen, desto besser ist es. Boah, Kiste. Mit Crap drin. Wollten wir schon immer haben, boah. Würmchen. Goals 70 Gold. Ah, Mist. 70 Goals eingesammelt. Boah. 112 Goals, ich sogar noch mehr. 68.000 Life haben die. Diese Höhle ist echt ein bisschen eklig. Okay, da ist glaube ich auch nichts mehr. So. Eine Leiche. Ist nichts. Okay. So, dann gehen wir. Oh, okay, da ist schon mal der Durchgang. Spürt meinen Zorn. Du meinst Hass. Tippe, du benutzt Hass und kein Zorn, ja? Sehr schön. Hui. Nichts mehr zu finden hier. Ein toter Wurm. Hui, 57 Gold. Finsternis erwartet euch. Ich liebe den Skill, der ist einfach so nice. Macht schön Schaden. Moment. So, nichts. Okay, da können wir weiter. Haben wir auch alles durchguckt. Jupp. Und... Oh, ich liebe den Skill. Der ist so geil. Vogel, wieso fällst du nur runter? Da ist doch Licht.
unglaublich. Der Vogel fällt runter, wenn es dunkel ist. Der fällt auch runter, wenn es hell ist. Ich brauche mehr Zeit. Ich dachte schon, willst schon sagen, du brauchst mehr Zorn. Voller Hass benutzt. So. Okay, die Höhle ist schon mal fertig. Oh, und weiter. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Das Licht euch wird stärker. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen, das zu unglaublicher Brutalität fähig ist. Er lauert unter den Sanden und taucht auf, um seine Beute mit den Kiefern. Das ist eins der versteckten Fleisch. Mehrere Stimmen auf einen Schlag. Der Fleischtyp. Okay. In einem Keller östlich von hier sollte ein weiteres Ritual stattfinden. Okay. Boah, Golf, was ist das? Magda. Dieser Held hat vor, dich in Alkarnos anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Du könntest genauso gut vorhaben, mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen, dich zu töten. Ich würde das sehr bedauern, aber dennoch. Ich glaube, ich könnte es übers Herz bringen. Nur leere Versprechungen. Diese Wüste steckt voller Böse. Ich schulde euch mein Leben. Sie haben meinen armen Mann. Sie haben deinen armen Mann, was? Wie es handelt. Steht er nicht eigentlich direkt neben ihr? Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Oh, cool. Blaue Viecher. Elite-Gegner. Buff. Für ein paar Sekunden Buff. Ja, die Fledermaus ist echt praktisch. Und schon haben wir Hass wieder voll. Naja, ach ja, jetzt voll. Aha. So. Noch ein Leichnam. Boah, Dünenhai. Sehen eher aus wie Krokodile für mich, aber naja. Finsternis erwartet euch. Aha, was sehen wir denn da? Welche? Sehr schön. Und nochmal. Die Zeit darf nicht ablaufen. Geschafft. 5500 EP. Obwohl die Champions größer sind und die Irren verheerender, sind es doch die schamanischen Priester, die die Gefallenen anführen. Diese geschrumpften, unscheinbaren Dämonen können einen Feind leicht mit Feuerbällen töten.
Jedoch haben sie die Fähigkeit, Verbündete wiederzubeleben, woher der hohe Respekt ihrer Gefolgsleute rührt. Okay. In Koop-Modus hat jeder von uns auch die Fähigkeit, jemanden wiederzubeleben. Von daher nicht besonders beeindruckend. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Boah, Reflexion. Okay. Sonst ist da nichts mehr. Naja, können wir weiter. Okay. Und weg sind sie. Und du bist schon längst tot und redest trotzdem. So, das sollte die Magie des Zirkels aufheben. Danke, Akarazzi. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Mit einigem Zögern schreibe ich über die sieben Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Sagt mir, was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Ich werde unglaublich, keine Manieren, unterbricht ihn einfach. Seinen Bruder Asmodan töten. Die Dunkelheit, die die Herrscher der Hölle über die Welt gebracht haben, wird verschwinden. Wie seltsam. Ihr müsst derjenige sein, den ich hier finden sollte. Okay. Dann müsste er eigentlich logischerweise fragen, was sie damit meint. Aber scheint sie aber nicht zu interessieren. Eine Sackgasse, was soll denn das? Kann ich doch nicht einfach so. Oh, mal gucken, was ist hier drin. Welch Reichtum! Oh, 200 Gold. Ist Reichtum, okay. Ist klar. Oh, das Blaue. Diese Bestien zerreißen. So, jetzt noch die kleine Aufseher. Habe ich nicht gesehen, wie die Kleinen heißen. Naja, egal. Die Blähfliege. Oh, Kiste. Hätte ich beinahe übersehen. Bei mir ist irgendwie an manchen Stellen ist es echt ein bisschen zu hell. Muss ich das wohl in den Grafikeinstellungen oder irgendwo ändern? So, okay, da oben rechts waren wir jetzt noch nicht, da gehen wir mal hin. Okay, hier ist nichts. Hier könnte eventuell nichts sein. Wow. Die Leichen von Unschuldigen liegen im Sand verstreut. Diese widerwärtigen Kultisten sind hier entlang gekommen. Wir müssen sie büßen lassen. Das werden sie, ich verspreche es. Und wie sie das werden. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Okay, dann erzählen Sie uns mal. Ich bin nicht aus Kaldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt.
Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Ich würde es kaum glauben, wenn ich eure Zauber nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ihr müsst noch länger auf diesen Moment gewartet haben als ich. Bitte, schließt euch mir an. Die Verzauberin ist nicht schlecht, aber da wir ja mit dem Dämonjäger spielen, möchte ich lieber einen Tank der meiner Seite haben. Der von Kasim kann nicht weit sein. Ja, gesagt, den Templer. Halt, so richtig Tank ist er ja nicht. Selbst wenn er das wäre, ich wäre die KI dann nicht besonders gut zum Tanken. Oh, Golf. Pfeile vom Himmel. Das erinnert mich jetzt irgendwie auch an den einen Skill von... Oh je, wie hießen die nochmal? Die Klasse habe ich schon total vergessen. Schattenläufer? Oh je. Keine Ahnung mehr. Jedenfalls so ein Forster, die Bogenfuzzi. Die Klasse da. Die ist schon total vergessen. Naja, ich habe Forster ja auch nie richtig gespielt. Mich einfach zu viele Dinge gestört haben in dem Spiel. Eigentlich nur ein einziges. Ein einziger Grund, weshalb ich das Spiel eigentlich nicht gespielt habe. Nicht weitergespielt habe, beziehungsweise. So, diese Art und Weise, dass man beim Trainieren, Leveln, Questen und so und Co. angegriffen werden könnte von anderen Fraktionen, also anderen Spielern, das hat mich extrem angenervt. Ja. Das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich das Spiel nicht weitergespielt habe. Oi, 45 Goals. Okay. Oh, tauchen die einfach runter. Das gibt ja nicht. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Hui. Einfach ein sehr erschossen. Gegner. Nichts gedroppt, das gibt nicht. Keine Drops, das ist nicht schön. Okay. Da gibt's auch nichts. Aber ja, okay, da hat auch nichts. Nichts. Können wir die Seite hier praktisch abgucken? Blute abschauen. Ja, die Fledermaus macht's. Die bringt's. Gleich wieder voll Hass. Gefällt mir.
Ein Buch. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete. Okay. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht? Ja. Schon. Eine Zweihandarmbrust. Ja, die ist echt nicht schlecht, die Waffe. Wir halten wir mal eine Weile. So, jetzt noch die zwei Sachen. Verzauberin, was hat sie uns zu sagen? Sieht aus, als wärt ihr schon eine ganze Weile wach. Nun, es war nicht gerade einfach, euch zu finden. Ich musste tagelang suchen. Als ich allein aufwachte, wusste ich nicht, was passiert war. Ich habe ein wenig darüber aufgeschrieben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es lesen. Ich verspürte keine Angst, als sie das Grab versiegelten. Nur ein Gefühl des Friedens, während mein Geist in die Dunkelheit sank. Es scheint mir, als hätte ich nur Sekunden später die Augen geöffnet und die verfallene Kammer gesehen, halb im Sand begraben. Ich habe alles zurückgelassen. Nun führt mich nur noch die Hoffnung. Okay. Das nächste Gespräch. Es ist schwer zu glauben, dass er aus einem so entfernten Zeitalter stammt. Sagt mir, wie waren damals die Wüsten? Wunderschöne Städte erstreckten sich bis in den Himmel, doch sie waren voller Bosheit. Die Wistjerei beherrschten sie mit einem eisernen Willen. Der Name klingt bekannt. Wer waren die Wistjerei? Ein Clan von Magiern, eher durch Machtgier verbunden als durch Blutsverwandtschaft. Ich sehe, dass ihr Einfluss in dieser Zeit nachgelassen hat. Ihr habt gesagt, ihr hättet einem Zauberer gedient, nicht wahr? War er einer von ihnen? Oh nein, er wollte die Wistjerei bestrafen. Sie waren die Ersten, die Dämonen in diese Welt beschworen haben. Sie hat doch Wistjerei gesagt, aber geschrieben Wistjerei. Okay. Was ist mit dem Rest eurer Familie? Mein Bruder und ich waren Waisen. Wir hatten nur einander. Wart ihr also beide Diebe? Nein. Er war ein Mitglied der Stadtwache. Das muss für euch doch unangenehm gewesen sein. Nicht so sehr, wie ihr glaubt. Mal abgesehen vom Ende. Oh, wow, 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 wow. Was sehen wir denn da? Verdämlicht. Ach, Mist. Jetzt habe ich den Gem und ich möchte es nicht unbedingt spoilern. Ach, so eine... Die Stadt hat viele Geheimnisse, und ich erinnere mich noch an die meisten von ihnen. Ich kann durch die Kanalisation nach Caldeum gelangen, wenn ich die kaiserliche Wache umgehe. Mein Freund hat geschworen, in meiner Abwesenheit Magda zu erledigen. Das wird Onkel Deckard nicht zurückbringen, aber wir werden alle erleichtert sein, wenn sie tot ist. Okay. So. Dann machen wir es nochmal von... Hedrick. Ist Caldeum noch die Stadt, an die ihr euch erinnert? Das letzte Mal, dass ich hier durchgekommen bin, war kurz nachdem ich Mira getroffen habe. Sie wollte anhalten und die Stadt sehen, aber ich habe sie überredet, weiterzureisen. Meine guten Erinnerungen an Caldeum fühlen sich an, als würde ich das Leben von jemand anderem betrachten. Ich werde froh sein, wenn wir von hier weg sind. Okay. So, jetzt müssen wir noch mit dieser Dame hier sprechen. Sie hat was Neues zu sagen. Die letzte Nacht habe ich im Freien verbracht. Ich habe versucht, die Stille zu ignorieren, aber die leere Luft hat sich wie ein aufgerissener Mund über meinem Kopf angefühlt. Schließlich wurde mir klar, dass ich schlafen musste. Wenn jemand vorhatte, mich zu töten, war ich bereits tot. So gut habe ich seit Jahren nicht geschlafen. Rasiermesser scharf. Nur mal kurz gucken. Ich glaube, ich kenne den Skill, den lassen wir mal kurz. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder?
Okay. Das Buch haben wir schon gelesen. Mit ihr reden tun wir nicht. Obwohl es eigentlich in diesem Akt schön wäre, wenn man es machen würde. Aber das wäre Spoilern, weil sie ist normalerweise gar nicht da. Ja. Damius, so, bist du das? Noch kurz noch Dala. Von den gemeißelten Hochwegen aus, die zum kaiserlichen Palast führen, kann man das ganze atemberaubende Kaldeum unter sich sehen. Atemberaubend? Bevor die Tore geschlossen wurden, habe ich gesehen, wie sich drei Ratten und ein hungerndes Kind um einen halben Apfel geprügelt haben. Ihr beliebt wohl zu scherzen? Nein, mir beliebt, volltrunken im Schatten bewusstlos zu werden. Aber was soll man schon machen? So. Ich würde an eurer Stelle nicht dahin übergehen. Irgendein armer Kerl ist von diesen Mauern in seinen Tod gestürzt. Welche Mauern? Ich habe gehört, dass die in den Knochenfeldern zu Kannibalen geworden sind. Ich bin nicht verrückt. Ich sage euch, da draußen sind Dämonen. Mein kleiner Hakan ist in den letzten Wochen so grausam geworden, so paranoid. Ich höre, dass er seinem gesamten Hofstaat befohlen hat, die Stadt zu verlassen. Sonst würde er sie von den Stadtmauern werfen lassen. Damit kann er doch nicht mich meinen. Ich habe ihn umsorgt, seit er ein Säugling war. Aha. Also ist der Typ hier runtergeworfen worden, den wir gerade gehört haben. Diese Schrecken sind nur eine weitere Last, die wir in diesem Leben zu tragen haben. Okay, hier müsste noch eigentlich noch vielleicht sogar zwei. Ah, okay, doch nicht eins. Der Rat des Handelskonsortiums war schon immer die Regierung von Kaldeum, aber nach dem Fall der Wistscherei gewann er an zusätzlicher Stärke. Die Ratsmitglieder sahen ihre Gelegenheit in der rasch wachsenden Popularität der Religion der Zakarum und erlaubten den Fanatikern, ihre gigantische Kathedrale Salden Kal im Zentrum der Stadt zu bauen. Okay. Da hätten wir hier schon die nächste Kiste. Hauptmann der Wache, euch wird hiermit befohlen, eine Truppe eurer loyalsten Männer auszusenden, um den Außenposten von Kasim zu sichern. Die Kontrolle über die Stadt hängt am seidenen Faden. Das Fußvolk wird unruhig und es ist von größter Notwendigkeit, es unter Kontrolle zu bringen. Bleibt wachsam. Es ist möglich, dass sich bereits ein Eindringling hinter unseren Grenzen befindet, der Ärger machen will. Höllenfeuer an. Ich muss nach Alkarnos. Bitte öffnet das Tor. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Okay, machen wir. Dann gehen wir mal hier rein und da mit Tim. Bist du. Oh mein Gott, wer ist das? Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Ach wirklich, Magda? Oder hat Belial euch hergeschickt als Köder, um mich von Kaldeum wegzulocken? Ich werde euch töten, müsst ihr wissen. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagt ihn. Belial ist der Herr der Lügen, Magda. Aber die Wahrheit ist, ihr wart in der Minute tot, in der ihr Kane ermordet habt. Tja. Diese schlangenartigen Dämonen sind Belials bevorzugte Diener. Und er hat ihnen ein paar seiner Fähigkeiten in Bezug auf Scharfsinn und Illusionen gewährt. Täuscher tarnen sich mit der vertrauten Form der Begleiter und Freunde des Feindes und warten darauf, in einem günstigen Moment zuzuschlagen. Erst dann wird ihre wahre Form offenbart. Das da hier ist relativ cool. Machen wir auch. Hallo? Okay. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Ja, komischerweise sehen die Eisenwölfe alle gleich aus. Genauso wie die Gegner. Wir wurden entdeckt. Hui, 21.000. Sehr schön.
Hat Magda Alcanus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann kann ich nicht länger warten. Öffne das Tor. Dann mach das mal. Kains Tod wird bald gerecht. Naja, so toll finde ich den Skill jetzt nicht. Lol. Der Boden bebt. Kann meine Beine nicht spüren. Meine Beine. Boah, sehr heftig. Boah. Und putt geballert. So, Schatzgoblin weniger. Moin, Schatzgoblin. Naja, der Skill ist eigentlich ziemlich ähnlich mit dem Skill vom vom Kreuzritter. So, probieren wir den mal jetzt ein bisschen aus. Oh! Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Nö. Okay. Besiegt. Ja, der Skill ist auch nicht schlecht. Moment, da lag Gold. Gold. So, dann gehe ich wieder zurück zu meinem Lieblingsskill. Also, Lieblingsskill für zwischendurch halt. Und den anderen haben wir jetzt noch gar nicht erlernt. Rache ist süß. Sehr schön. Nichts. Einfach so im Kreis drehen und sind die meisten Gegner besiegt. Das Blaue ist. Und da ist schon gleich mal eine Nebenquest. Machen wir die mal. Alle 1000 Jahre, wenn die Sterne eine bestimmte Konstellation eingenommen haben, öffnet sich ein Zugang in diese Ruinen. Jedoch nur für kurze Zeit. Gerüchten zufolge befindet sich in den Tiefen ein Schatz. Findet ihn schnell, oder ihr werdet sterben, wenn sich das Verlies für ein weiteres Zeitalter schließt. Okay. Ah ja, aber sicher, sicher sind wir das. Okay. An den Dungeon kann ich mich gar nicht so wirklich erinnern. Naja, die sehen sowieso alle gleich aus. Majestätisch, ausgedehnt und voller stechender Insektenschwärme. Sie erscheinen vielleicht wie kleine Ärgernisse, doch diese Plagegeister verbreiten zahlreiche Seuchen. Eins davon war einst in meinem Stiefel gefangen und mein Fuß schwoll auf die Größe einer Melone an, bevor die Infektion abklang. Was für furchtbare Kreaturen. Blute Abschaum. Hui, ein Dungeon mit Zeit. Golds einsammeln, das ist wichtig.
Talak macht Ghost, aber egal. Hui. Schafgoblin. Okay, da ist nichts. Ghost einsammeln. Okay. Jetzt nochmal hier. Noch die. Und Level Up. So, da ist auch nichts. Eine Kiste. Ui, nichts Besonderes drin. Okay. Nee. Moment, hier ist noch ein zweiter Stockwerk. Was ist das? Ah! Wow. Okay, hier war ich definitiv noch nicht. Weil sonst hätte man jetzt nicht die Erfolge gekriegt, ne? Okay. Wo war's jetzt? Liegt da noch irgendwas? Okay. Ah. Cool. Ihr habt den Schatz gefunden. Ich wünschte, ich hätte euren Mut und euer Können. Schatzsucher, da hättest du einen anderen Beruf nehmen sollen. Okay. So. Hier hast du auch was. 371? Nö. Okay. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit und das auch. Gut, können wir weiter. Blute Abschaum. Boah, der Fallhagel, der verfolgt mich ja. Wie ich leide. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Nein, ich bezweifle, dass der so lang sein wird. Okay, die haben über 100.000 Leben. Naja. Boah, ein gelber. Das werdet ihr nicht überleben. Ja, 129.000 und weg. Vogel, was ist los? Meine Güte. Na ja, okay, um die Uhrzeit müssen die kleinen Piepmatze ja eigentlich schon schlafen. Ja, schon immerhin 8 Uhr. Okay. Gucken wir jetzt nochmal ganz schnell in diese Ecke. Ob da noch irgendwas ist. Nein. Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Wir laufen die ganze Zeit falsch. Sehr schön. Hier ist der nächste Durchgang. Ah, schade. Kein Durchgang, kann man nicht rein. Das Valrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen,
haben wir wahrlich viel zu befürchten. Nicht unbedingt. Wir sind ja auch noch da. Und bumm, da Dauerfeuer. Und bumm, voll. Und? Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Keine Sorge, ich bin hier, um euch zu befreien. Oh! Blaue Elite-Gegner. Yeah! Hier hast du. Okay, da hat sich jetzt verwandt mutiert. Oh, da ist sogar noch ein gelber. Cool. Naja, der Tropf war aber jetzt nicht besonders. Ich dachte schon, ich würde nie gerettet. Geht nach Caldeum im Süden. Okay. Wenn man diese ganzen Menschen hier befreit, dann kriegt man natürlich auch einen Erfolg. Oh, danke. Macht euch um uns keine Sorgen. Lauft! Haben wir gerne gemacht. So, dann befreien wir den Mann. Und boom, weg ist er. So, dann gehen wir jetzt noch hier rein. Ich glaube, hier war noch irgendwo ein Buch. Sag ich wieder. Entweder hier oder in dem anderen war es, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber guckt euch das mal an, das sieht ja eklig aus. Da läuft es mir echt eiskalt drücken runter. Ekelhaft. So, dann gehen wir jetzt noch dahin. Keller. Okay, da hätten wir jetzt zwei Leute befreit. Jetzt noch mal einer. Ich muss fliehen. Lauft und blickt nicht zurück. Boah, ist ja heftig. Okay. Dann weiter. Haben wir den jetzt alle befreit oder sind da noch irgendwo welche? Nochmal nachgucken. Weil wir sind ja die Guten. Da darf man nicht einfach die einfach liegen lassen oder so. Das geht mal gar nicht. Okay. Ich habe gerade hier Angelo gelesen. Angelo Mertel. Oh, du. Bedauerlicherweise wurde mir von deinem kläglichen Versagen berichtet, die Feinde am Außenposten von Kasim aufzuhalten. Aber wenigstens ist die feindliche Spionin gefunden worden. Wenn wir sie und ihre Verbündeten erst ausgeschaltet haben, wird sich diese widerwärtige kleine Welt mir unterwerfen. Und vielleicht auch dir, wenn du überlebst. Ein weiterer Sonnenuntergang und Alcarnus ist noch immer vor dem plötzlichen Wahnsinn sicher, der Caldeum heimgesucht hat. Obwohl ein stetiger Strom an vermummten Pilgern eintrifft, die irgendeinen religiösen Feiertag der Zakarum begehen wollen, halten die Dämonen dort draußen Abstand. Ich werde die Wachen am Tor verdoppeln. Wir dürfen nicht unvorbereitet sein, falls sich das Blatt wendet. Okay.
Reparatur 125 Jamar Brutal. Verkaufen. Gibt alles schön ein kleines bisschen Geld. Aha! Ausweichschuss, den wir nicht benutzen, brauchen wir nicht unbedingt. Bessere Handschuhe? Ja. Weg. So, jetzt noch die Dinger hier ablegen. Und weiter! Moment, nein, das werde ich nicht tun. Schade. Euer Schicksal ist besiegelt, Magda. Hier endet die Jagd. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe Lea gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Und wovon träumst du nachts? Komm her, Magda. Das war das Mindeste, was ich für Kane tun konnte. Niemand wird mehr durch Magda ums Leben kommen. Ein weiterer Triumph für die Rechtschaffenheit. Lass das Böse erzittern! Tja, ihr wurde ja gesagt, dass sie verprügelt wird. Sie hat's ja nicht geglaubt. Brutal. So, ich glaube, hier liegt nichts mehr rum. Oh, komm, eigentlich als ich dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung. Oh. Als sie ihr Leben aushauchte, behauptete Magda, dass der Dämonenfürst Belial über unsere Welt herrschen würde. Lieber sterbe ich, bevor ich solch ein düsteres Schicksal Wahrheit werden lasse. Okay. Eine Zwischensequenz? Da ist ja gar kein Buch. Ihr seid sehr hübsch. Ich kann auch den Geist meiner Feinde gefangen nehmen und ihnen das Leben ausquetschen. Das ist aber nicht sehr nett. Ist alles so, wie der Prophet es euch gesagt hat? Oder hat es auch Überraschungen gegeben? Nun, ich habe zum Beispiel nicht erwartet, dass ihr in Gesellschaft eines Seraphs sein würdet. Ihr müsst Tyrael meinen, den Engel. Ich wusste vom ersten Augenblick an, was er war. Aber es macht mich recht nervös, in seiner Nähe zu sein. Ich fand es anfangs schwer zu glauben, aber er ist hier, um uns zu helfen. Ihr müsst keine Angst haben. Das haben wir nicht verdient. Tyrael hat alles, was er kannte, geopfert, um uns zu helfen. Ich hoffe, dass es das wert war. Naja, wer weiß, ne? Reden. Warum seid ihr ein Dieb geworden, wenn euer Bruder bei der Wache war? Wir sind uns nicht sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Er war immer verlässlich und praktisch veranlagt. In anderen Worten, ein absoluter Langweiler. Und ihr habt Schwierigkeiten angezogen. Unsinn. Ich habe mich nur ein wenig mit der Diebesgilde amüsiert. Nichts Ernstes. Bis ihr kriminell geworden seid. Das war vielleicht ein wenig ernster, ja. Okay. Hier, ein Geschenk. Ein Diamant. Also, ziemlich teuer. Schlagrichtung. Hedrick. Habt ihr eure Frau zufällig in Caldeum kennengelernt? Oh, die Stunde ist ja um. Es ist eine spannende Geschichte. Wir haben uns in einer Stadt nicht weit von hier kennengelernt, in den Außenbezirken von Kurast. Sie war, das werdet ihr jetzt nicht glauben, sie war in einen Käfig gesperrt. Warum? Hatte sie ein Verbrechen begangen? Nein, sie wollten sie als Hexe verbrennen. Ihr habt euch in eine Hexe verliebt? Lasst uns ein andermal darüber sprechen. Und die Hexe war Adra. So, Angst. Okay, das haben wir schon mit ihr besprochen. Es sind keine Wachen in der Nähe, oder? Ich
Hier liegt auch nichts mehr Neues von der... So. Gucken wir aber zur Nummer sicher nochmal nach. Nicht, dass wir... Okay, da hätten wir schon mal was. An die Untertanen von Kaiser Hakan II. Ein Eindringling wurde in der Kanalisation der Stadt gesichtet. Zeugen beschreiben die Verdächtige als junge Frau in einer purpurroten Tunika. Berichten zufolge ist sie vor kurzem zusammen mit einer Gruppe verdächtiger Reisender in Kaldeum angekommen. Jede Information, die zu ihrer sofortigen Festnahme führt, wird von seiner Eminenz reich belohnt werden. Okay. Bevor ich sie getötet habe, hat mir Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen genommen hat. Ich habe diese Wachen beim Außenposten von Kasim gesehen. Sie sind die Schlangendämonen von Belial, als Menschen getarnt. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe, ist vielleicht bereit, uns zu helfen. Ich werde mit ihr sprechen. Okay. Dann machen wir noch die Gespräche hier. Es ist seltsam, dass euer Fall die Toten von Tristram hat auferstehen lassen. Ihr wart ein Engel der hohen Himmel. Nicht nur irgendein Engel. Ich war der Erzengel der Gerechtigkeit. Mein Fall hat die rachsüchtigen Toten auferstehen lassen, die während Diablos Schreckensherrschaft ungerechterweise getötet worden sind. Ich konnte nichts dagegen tun. Als meine Macht meinen Körper verließ, hatte ich keinerlei Kontrolle über sie. Kaldeum ist die größte Stadt der Welt, der Herrschaftssitz des Kaiserreichs von Kejistan. Ich habe gehört, dass man es das Juwel des Ostens nennt. Seine Bibliotheken quellen über vor verschlüsselten Folianten voller arkanem Wissen. Und unter den Straßen verbergen sich labyrinthartige Tunnelsysteme. Es ist eine Stadt der Wunder und der Geheimnisse. Okay. Ich weiß nicht, wie diese Flüchtlinge durchhalten. Ihre Situation ist düster und es scheint nur wenig Hoffnung für sie zu geben. Wie finden sie die Kraft, weiterzuleben? Menschen sind dazu geschaffen, noch viel mehr zu leiden. Das scheint euch nicht klar zu sein. Der menschliche Geist erstaunt mich immer wieder. Und das Letzte? Ich kann Belial in der Luft spüren. Ich sehe seinen Schatten hinter heimgesuchten Augen. Höre, wie seine Stimme Lügen in den Wind flüstert. Er braucht keine Armee, in diese Stadt zu führen. Sie gehört ihm bereits. Okay. Dann hätten wir die Gespräche mit ihm fertig. Vielleicht gibt es jetzt hier noch ein... Okay, kein Buch. Ist auch logisch, da... Nee, ich sag's lieber noch nicht. Moment, ah, okay, haben wir schon. Gucken wir mal, vielleicht ist aber dann doch hier das drin noch was. Hier hat immer noch das Gleiche zu sagen. Hier ist noch was. Nicht zufrieden damit, in Kommerz und Religion die Alleinherrschaft zu sein, hofften die Ratsmitglieder des Handelskonsortiums, Kaldeum auch zu einem Knotenpunkt des Lernens zu machen. Sie schlugen vor, die Magierakademien zu einer gigantischen neuen Einrichtung zusammenzufügen, dem Sanktum der Ishari, das seit dieser Zeit ein Leuchtfeuer des Wissens und des Fortschritts geblieben ist. Okay, ich mache das jetzt noch ganz schnell, dieser Part. Hier draußen herrschen erbärmliche Zustände. Den Leuten muss geholfen werden. Dieser Part wird ein kleines bisschen länger. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Vielleicht würden euch ein paar Münzen umstellen. Okay, dann mach mal die Tür auf hier. Machst du mal auf, du. Löschen, machst du mal auf. Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Okay.
Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alcanus verantwortlich seid. Das sind Lügen. Magda und ihr Zirkel haben Alcanus im Namen Belials zerstört. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Nein! Okay. Ich würde mal sagen, du hast deine Wachen in den Topf geschickt. Ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Wir müssen von hier weg. Was? Wer bist du? Wer ist das Mädchen? Kenn ich gar nicht. Flieht! Ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Okay. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Machen wir jetzt ein... Euch wow. Gebührt Ehre. Kanalisation, wir machen eins auf Ninja Turtles. Diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Schon längst geschehen. Golds einsammeln natürlich sehr wichtig. Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. Hier geht es in die Kanalisation. Ja, aber zuerst wollen wir erstmal die Gegner hier killen. Gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen. Wir werden sie finden. Okay. Das war's dann. Diesen Part beenden wir hier. Lass mal nochmal ganz schnell gucken. Bola. Mutter hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Okay. Sperrfeuer. Splitterfall. Raketensplitter. Ja, ziemlich cool, das Skill eigentlich. Okay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Like, Abo nicht vergessen, falls ihr das vorhattet. Schönen Tag noch.